sah die Abtrünniger noch nicht tot? Ich rechne damit, dass ihr inzwischen tot, wenn ihr lebt so lang. Vielleicht sogar erreicht mein Alter. Aber ich nicht empfehle, wenn Knochen schmerzen jeden Morgen und man kaum noch was verträgt. Man verflucht Götter, dass sie einen am Leben lassen. Also, ihr seid gekommen, um Maulwürfin zu warnen? Woher wusstet ihr das? Die Maulwürfin weiß immer. Geflüster reißt in Wind und Stimmen hallen wieder in Boden. Es heißt, Razzia findet statt. Natürlich, niemand weiß sicher. Asadi bleiben gewöhnlich aus Altstadt heraus. Angst. Das Krawall die Folge. Ordnung von Dingen gestört. Angst, dass Leute erheben gegen sie. Aber Zeiten ändern. Ob Asadi Angriff kommt oder nicht. Maulwürfin ist vorbereitet. Keine Sorge um sie. Maulwürfin hat Baue. Außerdem könnte Zeit sein, Markuria ganz zu verlassen. Infernalische Maschinen, die euer Volk baut, lassen Pelz von mir zu Berge stehen. Sie knistern, sie brummen. Sie sind Gegenteil von Magie. Lassen Kopf von Maulwürfin pochen. Weiß nicht, wozu sie dienen und was geschieht, wenn alle fertig. Aber die Maulwürfin mag nicht, mag kein bisschen. Etwas kommt, Kieren von Rebellen. Ich rieche. Ich fühle mit Schnurrhaaren, in schmerzenden Knochen von mir. Etwas Unnatürliches, etwas Mieses. Ist kein Platz in Markuria für Magie oder für Magische. Nicht mehr. Nein, ob Asadi Angriff kommt oder nicht, wird Zeit für die Maulwürfin, andere Baue zu graben oder vielleicht zurückzukehren in Geburtsbau, altes, vertrautes Loch zum Schlafen zu finden. Zu schlafen, bis Schatten vorüber ist oder bis wir alle trockene Knochen sind unter Erde. Ihr könnt eure Warnung betrachten als zugestellt. Das ist Letztes, was ihr seht von mir. Letztes, was ihr seht von Banda, den Gräbern. Den Kleinen, die zur Erde singen. Mein Volk, alle fort. Ihr sagt eurer Hirtin, sie kann gern haben alles in meinem Besitz. Alle Waffen und Nahrung und Medizin. Alles, was ihr braucht, um weiter zu kämpfen. Gebt Acht auf euer Fell. Kien vom Clan Alvane. Sind dunkle Zeiten. Und ihr seid mitten im Herz von alledem. Nun, warum ihr seid noch hier? Geht, geht! Möge Boden immer weich sein unter euren Füßen, Apostel. Schicksal von Welten fällt nun euch zu. Interessant. Sie hat so einige Sachen gesagt, über die ich mir gerade Gedanken mache. Oh, sie scheint mehr zu wissen. Vielleicht hat sie auch irgendwelche hellseherischen Fähigkeiten, wer weiß. Schicksal von Welt fällt nun euch zu. Weil, als wir das erste Mal die Hilfe von ihr beantragt hatten, so dass wir einen Teil der Waffen bekommen, hat sie noch gesagt, nachdem wir ihr geholfen hatten, ja, ich werde euch die Waffen geben, aber nur einen Teil davon, weil ich brauche die restlichen Waffen für meine eigenen Leute. Und jetzt, warte, steht da, ich will kurz gucken, ob der Typ vor der Tür noch etwas Neues zu sagen hat, bevor ich jetzt weiterrede. Er ist nicht besonders gut darin, unauffällig zu sein. Aber vielleicht ist das Sinn der Sache. Kann ich nochmal rein? Nein, okay. So, was ich aber eigentlich sagen wollte. Wie gesagt, sie wollte für ihre eigenen Leute Waffen behalten. Und jetzt scheint etwas so
Schlimmes zu passieren oder sie scheint zu spüren, dass sich irgendetwas anbahnt, was so krass sein wird, was so heftig sein wird gegen alle magischen oder magisch begabten Völker. Ich habe die nicht magisch. Also zu den magischen gehören auch die Maulwürfe, alles was nicht Mensch ist im Prinzip. Dass sie sogar sagt, im Prinzip, scheiß drauf, ich brauche meine Waffen nicht mehr für meine Leute, ich werde mich zurückziehen, ich werde abhauen und du darfst sogar alles haben, was ich besitze. Ihr könnt euch alles nehmen für euren Aufstand. Für mich wird es gerade echt zu brenzlig, sogar so brenzlig, dass ich komplett abzischen möchte. Und das ist echt krass. Oh, relax, okay. Aber das ist echt krass. Von daher bin ich jetzt mega gespannt, was die Azadi vorhaben. Weil sie hatten ja bisher auch immer diese ganzen Rohre überall in der Stadt. Ja, diese ganzen Maschinerien, die so verunsichern. Was, warum kann ich mir den angucken? Nachts sind nicht viele Leute unterwegs. Auch wenn die Straßen sicher zu sein scheinen. Okay, warte, der Turm ist hier gerade mehr in der Nähe. Meine andere Theorie wäre dieser Turm, aber der ist nicht hoch genug. Ich denke immer noch da oben auf dem Ausblick, aber wenn ich schon mal hier in der Nähe bin, dann lass mich kurz zumindest hier in diesen Hof kurz reingucken. Weil es sieht so besonders aus, da muss noch was passieren. Oder vielleicht ist es wirklich einfach nur ein Reference auf Dreamfall 1. Aber ja, die Maschinen, sie hat das Gefühl, die Maschinen werden immer mehr und sie jagen ihr Angst ein und irgendetwas bahnt sich an. Und meine Theorie ist gerade, dass die Azadi irgendwas mit den Maschinen geplant haben oder eine größere Maschine gebaut haben, die mit diesen Rohren hier zusammenhängt. Und dass sie eventuell sogar vielleicht irgendwie ein Gas oder irgendetwas verströmen werden, irgendetwas in Gang setzen werden können, was die Magischen ausnockt, ihnen die magischen Fähigkeiten klaut oder sogar tötet. Deswegen irgendetwas Größeres, Schlimmeres. So, schauen wir mal, ob meine Idee richtig war jetzt erstmal. Dass sie hier auf mich wartet. Das sieht gut aus. Mein Urin, mein Instinkt. Jawohl. Hi. Eine nette Aussicht, nicht wahr? Ich fand Makuria schon immer schön, vor allem im Sommer. Die Metallröhren sind natürlich ziemliche Schandflecke. Und dieser Turm... Eigentlich gefällt mir der Turm ganz gut. Weshalb wolltet ihr euch mit mir treffen? So ungeduldig. Das wart ihr immer. Ich habe etwas für schlechte Zeiten aufgespart. Eigentlich jemanden. Und ja, das Wetter ist gerade nicht schlecht. Aber die Vorhersage für heute Abend klingt übel. Oh oh. Das klingt ganz danach, als ob das dieser Angriff der Azadi wäre. Es kann nicht schaden, sich zusammenzutun und Informationen auszutauschen. Sie weiß etwas darüber, was heute Abend geschieht. Jemand? Was meinst du? Jemanden für schlechte Zeiten aufgespart? Es gibt da einen Azadi-Offizier, hochrangig, ein Hauptmann. Er hat eine Übereinkunft mit einer jungen Frau in der Altstadt. Einem Nichtmenschen. Er treibt's mit einer magischen? Eloquent, aber ja, er treibt's mit einer magischen. Wir wissen beide, was mit seiner Karriere wäre, wenn jemand das herausfände. Sie würden ihm seinen Rang aberkennen, ihn verhaften, foltern, wahrscheinlich zum Tode verurteilen. Und das alles für ein kleines blaues Mädchen und ein bisschen exotischen Sex. Euer Volk ist so vorhersehbar, Azadi, so leicht zu kompromittieren. Wisst ihr, je mehr ihr verbietet, desto mehr verlockende Sünden gibt es. Ihr seid ein Volk von Unterdrückern, ein Pulverfass, das leicht hochgeht. Aber wie wird uns diese Information nützen? Heute hat der Offizier seinen Tag mit der jungen Dame. Sie hat ein Zimmer beim Zwielichtskai. Unser spitzer Hauptmann geht nie allein hin. Der Trottel bringt seinen uniformierten Knappen mit und lässt ihn Wache stehen. Praktisch ein Riesenpfeil, der auf die richtige Tür zeigt. Würdet ihr den Hauptmann in einer delikaten Lage vorfinden, gäbe es keine Grenzen dessen, was ihr erreichen könntet. Weshalb gebt ihr mir diese Informationen? Ihr hättet selbst davon profitieren können.
Ich brauche weder Geld noch Druckmittel. Aber ich dachte, ihr könntet das nutzen und herausfinden, was los ist. Es vielleicht unterbinden. Ein paar Leben retten. Oder ein paar nehmen. Ich dachte, ihr hättet nichts für den Widerstand übrig. Das habe ich nie gesagt. Und auch nicht das Gegenteil. Aber vielleicht habe ich etwas für andere Dinge übrig. Warum habt ihr mich hier herauskommen lassen? Um mir das zu sagen? Ich traue denen nicht. Oder sonst jemandem. Ich bin ein gebranntes Kind. Aber wieso ich? Weil ich euch vertraue, Kien. Oho. Ja. Oh. Oh Gott. Das ist nicht richtig. Ich kann sie nicht abweisen. Zeitlich begrenzt. Ich kann sie nicht abweisen. Tu es. Oh! Ich wäre unter Druck. Warum habt ihr... Jetzt Anna! Jetzt bin ich kompromittiert! Verfolg sie! Tackle sie! Fuck, sie ist weg. God damn it! Sie hat mich verführt! Sie hat mich geküsst! Sie hat den magischen Käfer in mir gepflanzt und ich konnte nicht, ich musste... God damn it! Hatte ich irgendwann mal was mit ihr am Laufen? Also, wir können das wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wissen, aber... Trotzdem. Oh nein! Bin so schlecht unter Druck. Ich wollte eigentlich noch in der Mitte klicken, um zu gucken, wie sich andere Leute entschieden haben, aber... Dann hätte es sich nicht mehr so wie unter Druck angefühlt, wenn ich mir erstmal geguckt hätte, ja, die Prozentzahlen sagen 20, 30, ja, 20, 80 Prozent, genau so, ja, ja, gut, die Wettervorhersage für morgen ist regnerisch mit einer starken Bewölkung und zwischendurch ein bisschen sonnig, ja, ja, ja. Nein! Wir brauchen eine Entscheidung! So. Das hat ja auch zur Altstadt gehört, glaube ich. Ich denke, ich glaube... Oder eher beim Dingens, beim Marktplatz. Hey, vielleicht ist es sogar das Haus, was so stärker beleuchtet war, was mir aufgefallen ist vorhin. Guck trotzdem mal hier an die Türen. Ich glaube, das gehört noch nicht so richtig zur Altstadt. Kennst du den vom magischen und den trächtigen Schwein? Der ist saukomisch. Ich glaube, er fängt so an. Ich glaube, den haben wir sogar tatsächlich schon mal gehört. Oder dass sie zumindest versucht haben, den Witz zu erzählen. Von gerade eben. Aber die sind so fies, weißt du? Weil die gehen gleich davon aus, dass die nur ein bisschen exotischen Sex haben wollen. Hallo? Vielleicht haben die wirklich irgendeine Beziehung am Laufen? Vielleicht ist es nicht nur Sex? Mein Stand ist immer geöffnet. So. Dann lass uns mal gucken. Ich nehme an, also ich... Oh, da hinten ist es schon. Ich wollte gerade sagen, ich nehme an, es wird irgendwo hier sein. Ding, ding, ding. Und ich muss einfach nochmal ganz kurz betonen, wie geil ich es finde, sich gut auszukennen hier in der Stadt. Ganz am Anfang, wo ich eine halbe oder eine Dreiviertelstunde lang verwirrt in der gesamten Stadt rumgelaufen bin und jetzt habe ich das schon im Blut. Ich muss nicht mal mehr auf die Karten gucken da. Auf die Stadtkarten. Ah, es fühlt sich wie zu Hause an. Schön. Hier finden offizielle Angelegenheiten nach Sadi statt. Ihr solltet euch umdrehen und gehen. Ach ja. Yeah. Finde einen Weg für Ablenkung zu sorgen. So wie immer. Kann ich trotzdem noch irgendwie mit ihm reden oder so? Geht weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Nein, okay. Er bewacht die Tür dieses Hauses. Dort muss es sein, wo der Asadi-Offizier sich mit seinem Mädchen trifft. Naja. Ist die Maulwürfin schon weg oder kann ich noch etwas machen? Okay, den Bereich kann ich nicht mal mehr betreten. Gut, dann kommt das nicht in Frage. Dann, die Ratten sind mir auch noch vorher aufgefallen. Kann ich irgendwas mit den Ratten machen? Nein, ne? Nicht interagierbar. Okay. Dann, bevor ich irgendwo wieder zurück in die Stadt laufe und versuche, irgendwelche Sachen... Vielleicht könnte ich da schon irgendeinen Aufstand anfangen anzuzetteln. Aber bevor ich das mache... Wer ist es? The Merry Minstrum. Yay! Ach stimmt, ja, sie hat sogar erwähnt, dass es bei diesem Minstrum wäre, der Typ. Aber bevor ich wieder irgendwo zurück ins Dorf laufe oder so, will ich erstmal gucken, ob ich hier ein paar Sachen machen kann. Beziehungsweise Gegenstände an mich reißen kann. Sieht aber ziemlich abgeschlossen aus, hier an der Seite vielleicht?
Ich meine, hier ist auch Wasser, hier sind auch Boote. Vielleicht kann ich mit einem anderen Boot von außen kommen? Nach dem Kriegsrecht ist es mir erlaubt, mein Schwert gegen euch einzusetzen. Nur, dass ihr es wisst. Oder wir könnten auch versuchen, ihn noch öfter zu provozieren. Hier finden offizielle Angelegenheiten nach Sadi statt. Ihr solltet euch umdrehen und gehen. Okay. Da fängt er an, sich wieder zu wiederholen. Alles klar. Kann ich noch irgendwas mit... Warte, Items habe ich keine. Genau. Kann ich noch irgendwas mit der Karte hier machen? Außer angucken? Na, sieht nicht so aus. Gut. Dann müssen wir, wie es aussieht, ein bisschen weiter ausholen. Ich habe zumindest jetzt da unten nichts anderes. Keine Häuserwand, keine Türen, keine Fenster gesehen, mit denen ich interagieren kann. Vielleicht können wir noch irgendetwas auf dem Markt machen. Die Magischen halten ihre Köpfe hoch erhoben, trotz der Bedrohung durch die Asadi. Ein Beweis ihrer Widerstandskraft. Ich verkaufe Kräuter, weil früher habe ich alle möglichen magischen Waren. Warum hat die Frau eine Männerstimme? Von einem männlichen Kobold. Ich habe die nicht magisch. Alles in einem großen Hefebrötchen. Was kann ich für euch tun, mein Freund? Wie wäre es mit einer leckeren Zauberschnitte? Auf eurem Schild steht Zauberschnitten und Feuerblumen. Ach ja, früher habe ich die besten Feuerblumen in der Altstadt gemacht. Spektakuläre Dinger, die den Nachthimmel erhellten. Wunderkerzen und Leuchtfeuer, Böller und Sternenregen. Aber das war einmal, fürchte ich. Alchemie fällt heutzutage wohl unter die Definition von Magie und ist daher strikt verboten. Ich kann euch jedoch eine köstliche Zauberschnitte machen. Garantiert magiefrei und ohne Schnittwunden. Das war nämlich meine andere Theorie. Entweder ein Boot holen, ranfahren und damit irgendwas anrichten. Oder hier auf dem Marktplatz sich vielleicht das ein oder andere Item zu organisieren, weil die bestimmt Zeug haben, was gut ablenken kann. Ihre Augen sehen cool aus übrigens. Selbst wenn ich hungrig wäre, klingen diese Zauberschnitten recht dubios. Aber wenn es dabei hilft, sie abzulenken... Also ein Feuerwerk klingt da irgendwie zuverlässiger. Ich habe früher schon Feuerwerk gesehen. Es ist spektakulär und macht eine Menge Krach. Eine perfekte Ablenkung. Ist nur die Frage, ob sie sich dazu überreden lässt. Und ich hoffe, sie wird dann nicht verstimmt sein, wenn ich sie versuche zu überreden und mir dann gar nichts mehr geben will. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Ich werde später zurückkommen. Nee, probieren wir es mit der Feuerblume. Ich möchte gern eine eurer Feuerblumen kaufen. Da kann ich euch nicht helfen, fürchte ich. Die Asadi haben den Gebrauch von Leuchtfeuern, Böllern, Wunderkerzen und Sternregen untersagt. Die gesamte Alchemie. Was ist mit den Zutaten? Ich bräuchte nur einige eurer Pulver und... Mir sind die Hände gebunden, mein Freund. Oder zumindest werden sie das, falls ich euch welche von meinen alchemistischen Pulvern und Tränken verkaufe. Die Anordnungen sind ziemlich klar. Es darf keinerlei Handel mit magischen Gegenständen geben. Es dürfte sogar besser sein, wenn ich diese Chemikalien nachher wegräume. Nachher. An diesem Ort wimmelt es von Bettlern und Dieben. Mhm, dann muss ich vielleicht zuerst sie ablenken, damit ich an ihren Kram rankomme. Ah, Krötenhoden. Nice. Hier ist Makurias führende Zauberschnitterin. Das Zeug mit unserem Schwarzpulver. Bereit die Zauberschnitterei genau nach eurer Bestellung auszuführen. Es ist ein mächtiger Sprengstoff, der als Treibladung für Musketen und Feuerblumen verwendet werden kann. Apropos Diebe, wo ist der kleine blaue Junge? Vielleicht kann ich ihn anstacheln, sie abzulenken. Oder ich lenke sie ab und er klaut dann für uns die Sachen. Na? Kann ich euch mit einer köstlichen Zauberschnitte locken? Ich bin die beste Zauberschnitterin in der ganzen Altstadt und auch die einzige. Na gut, selbst wenn ich hungrig wäre, klingen diese Zauberschnitten recht dubios. Oh. Aber wenn es dabei hilft, sie abzulenken? Jawohl! Sie geht dann nach rechts an dieses Schnittbrettchen, bereitet die Zauberschnitte zu und währenddessen kann ich mir die Sachen klauen. Jawohl. Ich nehme eine eurer Zauberschnitten. Wunderbar. Kommt hier rüber, mein Freund, an meine Zauberschnittentheke. Kommt hier herüber, mein Freund, und wir können... Kommt das Ganze auf ein gebratenes Fladenbrot, auf ein gedämpftes Hefebrötchen... Oh, lecker. ...oder in eine gebackene Getreidetasche? Oh, lecker. Ich habe wirklich keine Ahnung. Was war das noch gleich? Ich bin ziemlich sicher, dass das keine Rolle spielt. Nehmen wir... Ö. Was war das noch? Gedämpftes Blötchen. Brötchen. Heftige Hinterbacke. Ich meine, geheftetes Brotdämpfchen.
beim Gleichgewicht. Gedämpftes Hefebrötchen kommt sofort. Hey, was macht ihr? Ich hab doch gesagt, ihr sollt da stehen bleiben. Die Zauber... Oh gut, ihr seid zurück. Jetzt bleibt aber stehen, während ich eure Zauberschnitte zubereite. So, Fleisch. Heute habe ich geräucherten Elkwan, eingelegten Salzwasserbeißer und Kätzchen Carpaccio. Kätzchen? 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 Wir hatten manchmal gekochten Elkwan in der Mönchsfeste. Er schmeckte nach Schuhwerk und ganz gleich, wie lang und fest man darauf rumkaute, das Fleisch gab nie nach. Ein Biss eines ausgewachsenen Salzwasserbeißers bedeutet für das Opfer einen qualvollen, langsamen Tod. Wisst ihr, was gerade mein Plan ist? Elkwan zu nehmen? Weil wenn es wirklich so zäh ist und mega hartes Fleisch, dann wird sie vielleicht länger brauchen, um es zu bearbeiten und ist dann besser abgelenkt und dann kann ich die Sachen da hinten klauen. Von wegen langsamer, qualvoller Tod. Ich will jetzt irgendwie nicht den Typen da hinten killen, sondern nur ablenken. Wie ist das Elkwarnfleisch? Verdächtig zart. Dünn geschnitten, gesalzen und mindestens 11 Jahre lang geräuchert. Zergeht euch auf der Zunge. Ja, das tut es. Irgendwann. Wahrscheinlich werde ich das bedauern. Solange ihr mindestens 7 Minuten lang nicht schluckt, ist alles völlig in Ordnung. Und nun ein Schuss hiervon und eine Prise da. Habe ich nicht gesagt, ihr sollt still... Wo wart ihr denn? Goddammit. Es ist sehr wichtig, dass ihr genau da stehen bleibt, während ich zauberschnittere. Das ist eine empfindliche Kunst, nur dass ihr es wisst. Seid lieber noch nicht satt, seid lieber noch nicht tot. Das Zauberschnittermesser schneidet euer Brot. Zur Sonnenseite Käse, zur anderen das Fleisch. Die Zauberschnitterei ist... Irgendwas war das, Gekreisch? Wie wäre es mit ein paar fermentierten Mondsamen dazu? Wie mache ich das? Ich muss entweder eine Illusion von mir hier hinstellen oder den kleinen Jungen finden, der sie ablenken kann. Alles, solange sie abgelenkt bleibt. Bitte. Hervorragend. Ich kann keine richtige Zauberschnitterei. Was macht ihr da, mein Freund? Nichts. Wollt ihr mich etwa bestehlen? Nein. Ihr seid doch sicher kein Dieb. Ein großer, gut gebauter Kerl wie ihr. Nein. Häppchen, oh Mann. Ich muss erstmal noch was anderes finden. Hey, du. Ach, da ist doch der Junge. Dich habe ich gesucht. Wo warst du? Genau dich brauche ich. Hallo. Hey. Habt ihr diesen Überläufer gefunden, den ihr gesucht habt? Nein, aber das war meine Schuld. Ich habe den Falschen identifiziert. Oh. Unsere gesamte Mission war also Zeitverschwendung? Sicher nicht. Wir kriegen ihn irgendwann. Und ich konnte sehen, wie Onor Hilleris zu seinen Anhängern gesprochen hat. Das könnte uns von Nutzen sein. Gut. Seid ihr auf einer weiteren Mission? Vielleicht. Es tut mir leid, Junge, aber ich bin ziemlich beschäftigt. Nein! Lasst mich helfen! Ja! Bitte! Der Junge könnte sich als nützlich erweisen. Aber ich weiß noch nicht wie. Wie kannst du nicht wissen, wofür? Ich werde ihn nicht mehr Gefahren aussetzen als unbedingt nötig. Doch, unbedingt! Er könnte sich tatsächlich als nützlich für mich erweisen. Ja, und ich weiß schon wie. Du möchtest helfen? Ja! Selbst wenn es gefährlich ist? Na, was glaubt ihr denn? Was weißt du über Feuerwerk? Ihr meint Feuerblumen. Ich weiß alles. Mein Vater macht jedes Jahr zum Wendefest bakshivanische Kerzen. Na schön. Komm mit. Ja. Exotische Öle. Kommst du mit? Wohltuende Salben. Bip. Balsame. Nice. So. Knuspriges du musst gleich klauen oder... Oh. Oh, okay. Nice, nice. Okay, pass auf. Ich hab Leckeres aus dem ganzen Nordland. Hallo nochmal, mein Freund. Seid ihr hungrig? Steht euch der Sinn nach einer... Ja. Selbst wenn ich hungrig... Ich nehme ein... Wunderbar. Kommt hier rüber, mein Freund, an meine Zauberschnittentheke. Ich führe meine Zauberschnitterei hier aus. Nicht da drüben, sondern genau hier. Okay. Nehme ich hier so ein bisschen so die Sicht weg und dann kann ich...
Schuss hiervon und eine Prise davon. Schnell, schnapp dir diese Zutaten. Geht klar. Dieb, weg da mit dir, kleiner Bastard. Sonst rufe ich die Stadtwache. Shit. Etwas, das euch bis zum Tee über die Runden hilft. Ein Mitternacht. Okay, warte. Nochmal. Na? Selbst ich nehme eine Eule. Wunderbar. Okay. Kommt hier rüber, mein Freund, an meine Zauberschnitten-Tee. Ja. Na los, kommt her. Die Zauberschnitterei beginnt gleich. Seid lieber noch nicht satt, seid lieber noch nicht tot. Das Zauberschnittermesser schneidet euer... Ich will ihn eigentlich schicken, sobald sie sich umdreht, um neue Sachen zu holen. Zu anderen das Fleisch. Die Zauberschnitterei ist... Irgendwas war das. Gekreisch? Möchtet ihr ein bisschen knuspriges Bitterblatt? Ja. Alles, solange sie abgelenkt bleibt. Vorhin ist sie nämlich hinten an die Kisten gegangen, als sie mich nach diesem Mohn oder was auch immer gefragt hat. Bitte. Hervorragend. Jawohl. Jetzt. Nimm die Chemikalien. Mitternachtshappen, frühes Frühstück. Schneller, Bip. Ich hab Leckeres aus dem ganzen Nordland. Nice. Hier bitte genau wie bestellt, größtenteils. Ein paar Änderungen musste ich vornehmen. Denkt daran, gut zu kauen und schluckt nicht zu voll. Sollte euch irgendetwas Unwohlsein bereiten, dürfte ein Löffel Essig Abhilfe schaffen. Falls nicht, sucht bitte umgehend einen Arzt auf. Yeses. Was verkaufst du, Mädel? So, Zauberschnitte. Oh je, vielleicht werden wir es noch für irgendwas anderes kombinieren können. Wo ist er hingerannt? Ich war jetzt so abgelenkt von unserer wunderschönen Zauberschnitterin. Da. Hey, Bip. Wie war das? Das war perfekt. Aber denk dran, stehlen ist falsch. Natürlich. Ihr habt mir gesagt, ich soll stehlen. Ja, schon. In diesem Fall war es gerechtfertigt. Aber stiehl nicht, du würdest deine Hand verlieren. Oder deinen Kopf. Hier ist das Zeug. Nice, Hoden. Ah, okay, den Rest hat er auch. Gut, sehr gut. Oh, das sieht hübsch aus. Arzneien, die euer noch was? Alles okay. Und genehmigt. Noch keine was? Hexerei. Sonnenwurmessenz. Oh, so schöne Sachen. Du hast gesagt, dein Vater hat dir beigebracht, wie man Feuerblumen herstellt? Naja, so in der Art. Er hat bakshivanische Kerzen gemacht und ich habe ihm dabei zugesehen. Aber er hat sie mich nie selbst machen lassen. Meinte, ich könnte mir die Finger absprengen oder die Augen ausbrennen. Jesus. Aber ich kann euch dabei anleiten. Na gut. Womit muss ich anfangen? Macht zuerst die Glitzerkugeln. Ich weiß nicht genau, wie man Glitzerkugeln macht, aber bei meinem Vater waren sie nachher ganz glitzerig. Okay. Pass auf, wir kriegen das hin. Gucken wir uns erstmal die ganzen Sachen an. Das sieht nämlich ein bisschen glitzeriger aus. Was steht da? Petunias Powerful Potions. Ich habe irhadianische Asche noch nie mit meinen eigenen Augen gesehen. Sie soll dreimal so stark sein wie Schwarzpulver. Sieht mega aus. Und glitzerig auch. Das hier? Blutrote Chrome wird verwendet, um Dinge dunkelrot zu färben. Mhm. Sonnenwurmessenz wird gewonnen, indem man die Würmer der Sonne aussetzt, bis sie Blasen werfen und zu gären beginnen. Dann werden sie zerquetscht und der Saft in Flaschen gefiltert. Sonnenwurmessenz. In Kombination mit bestimmten organischen Substanzen kann sie ein helles Leuchten erzeugen. Okay, das hat sich... Also das ist nicht so glitzerig wie der Inhalt der anderen Flaschen. Das könnte das am meisten sinnvolle sein. Warte, das leuchtet vor sich hin, dieses Ding. Kann ich da irgendwas damit machen? In Sadir nennt man so etwas Meister. Sie werden oft vor Tempeln, Kasernen und Schulen verkauft. Ich hätte gern ein Meisterbrötchen. Auf dem Land im Norden Asadiers hat man einen anderen Namen für diese Zauberschnitten. Bämmen. Weiß die Göttin, was das bedeuten soll. Der hat aber viel zu sagen zu dieser Zauberschnitte. Im Westen von Asadir nennt man sie Leviathan. Und manche sind so groß, dass eine ganze Familie davon satt wird. Nach dem Essen wird getanzt. In Sadir nennt man so etwas Meister. Okay. Die Röhre für die Feuerblume. Sie besteht aus beschichtetem Papier, das schwer brennbar ist. Okay.
So, ich muss dir nochmal alle Items jetzt durchklicken, weil er zu einigen Sachen zwei-, dreimal was zu sagen hatte. Gut, dann würde ich sagen, probieren wir zuerst mal die Sonnen und... Warte, ich habe noch gar nicht... Ich habe mir noch gar nicht die Krötenhoden angeguckt. Kleine Krötenhoden. Eine häufig alchemistische Zutat hier in den Nordländern. Ich habe ziemlich viel darüber gelesen. Krötenhoden. Kleine Krötenhoden. Kleine Krötenhoden. Genau, okay, also machen wir das mal so. Gut, jetzt müsst ihr das Feuerpulver machen. Irgendwie. Mein Vater hat diesen Teil nie so richtig erklärt. Ja. Ich weiß nur, dass es ein Pulver ist, das pssst macht, wenn man es anzündet. Ja, das ist wahrscheinlich diese Asche hier, ne? Oder soll ich das rot färben mit der blutroten Krume? Nun müsst ihr die Zutaten bloß noch in einem Rohr zusammenfügen. Das sollte leicht sein, oder? Ich denke schon. Ihr fangt mit dem Feuerpulver an. Das kommt nach unten. Oh, okay. Sorry. Und dann die Glitzerkugeln drauf, bis das Rohr voll ist. Alles klar. Warte, hätte er nochmal zu den einzelnen Sachen auch was zu sagen gehabt? Krötenhoden, die mit Sonnenwurmessenz getränkt sind. Wenn ich mich nicht irre, leuchten sie stundenlang. Leuchtende Krötenhoden. Leuchtende Krötenhoden. Schade, ich hätte mir das andere auch noch gerne angehört, was er dazu zu sagen hat. Naja, macht nichts. Nicht so dringend. Das sieht doch... in Ordnung aus. Ich bin nicht sicher, wie gut es funktionieren wird, aber es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Naja, und ich brauche irgendwas zum Anzünden, oder? Ja, da ist es drin. Das ist eine fertige Feuerblume. Eine bakschewanische Kerze. Wenn sie angezündet wird, schießt das Feuerblumenpulver die Glitzerkugeln durch das Loch im Deckel und erzeugt ein buntes Feuerwerk. Cool, hört sich gut an. Jetzt noch die Zauberschnitte kombinieren. Nein, okay. So, Bip. Du kommst wieder mit. Gut. Dann... Ich hoffe, wir können sie einfach so trotzdem aktivieren. Vielleicht müssen wir das Ding auch einfach nur böse angucken, wer weiß. So, wo ist hier... Ich brauche eine Position... Wo kann ich das Ding platzieren? Am besten, während ich mit dem Typen am Reden bin. Junge, versuch mal, diese Wache von der Tür wegzulocken. Wird gemacht. Ich wette, du kriegst mich nicht. Verzieh dich, du kleiner Scheißer. Das war's schon. Das war dein Versuch. Okay. Kann ich dir die Kerze geben? Hier, bitte, Junge. Okay. Zünd es nicht an, bevor ich es dir sage. Oh Mann, ich werde vorsichtig sein. Versprochen. Oh Gott, hoffentlich schön. Wir haben das ja gemacht. Ich kann es kaum erwarten, das Ding brennen zu sehen. Wenn ihm jetzt die Hand wegfetzt, dann wird das unsere Schuld sein. Nochmal. Setz das Feuerwerk ein, um die Wache von der Tür wegzulocken. Ja. Oh, shit. Hey. Hey. Guck mal hier. Was? Hui. Hey, was machst du da, Junge? Das ist Magie. Magie ist illegal. Tschüss. Hey, komm zurück. Hey, komm zurück, du kleiner Scheißer! Gut so, ihr spielt da draußen schön herum und wir kommen rein.